Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Factorio Bob's Angels Mods. Ich glaube, ich muss nochmal die Musik hochdrehen. Hey, nichts hat sich geändert. Falsch, verklickt. Und willkommen zurück aus der Sommerpause. Das wollte ich noch sagen. Lange ist es her und dementsprechend habe ich ein bisschen was vergessen. Aber ich weiß noch in etwa, was ich machen wollte. Nämlich, ich wollte hier die Produktion dieser ganzen elektrischen oder elektronischen Bauteile und Schaltkreise in ein Factory Simo Building überführen, weil das deutlich platzsparender ist. Es ist auch ein bisschen platzsparender, aber vor allen Dingen ist es platzsparender. Und der Clou bei den Dingern ist ja, dass sie im Prinzip alle genau gleich gebaut werden, nur nicht ganz. Größtenteils. Na, ich erinnere mich noch, okay. Gucken wir mal. Ist eigentlich total Latte, ne? Brauchen wir hier mal das Ding hin. Und hatte ich nicht extra ein paar Bots mitgenommen? Doch, habe ich. Wunderbar. Und dann brauchen wir ja noch ein paar von denen. Verzeihung, upsala. Und dann bauen wir noch hier diesen Blueprint, weil im Prinzip läuft alles auf diesem Blueprint hinaus. Mehrmals. Das ist jetzt der für die Robotergehirne. Was ist denn das da für ein Punkt? Ich frage mich, was diese Punkte sind. Sie sind im regelmäßigen Abstand. Sind die einfach nur dafür da, damit man sich irgendwie orientieren kann? Ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist einfach nur so zur Orientierung Punkte sind. Das ist ziemlich cool. Das ist etwas, woran ich gar nicht gedacht hatte. Ich glaube, es könnte sehr nützlich sein. Okay, bauen wir das hier erstmal hin. Beziehungsweise wir lassen das jetzt mal planen und wir reißen die ganzen Strommasten raus, weil die brauchen wir nicht mehr. und dann packen wir hier einen Haufen Förderband rein, Inserter, das Ding, die Dinger. Was fehlt hier? Ein Haufen Assembler noch. Einige habe ich schon aus den Kisten wieder mitgenommen. Weil wir haben das Zeug ja letzte Folge abgerissen mit Hilfe von Bots. Insoweit. Ich würde mal gucken, ob ich den Rest noch geliefert bekomme. Production. Electronic Assemblings Machines. Fangen wir mal alle an. Oh, hab den Ziffernblock ausgeschaltet, weil ich gerade Dwarf Fortress gespielt habe. Sind wir gerade im Netzwerk? Jo, sehr schön. Okay. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Splitter mehr. Ist natürlich so ein bisschen doof. Naja, wir werden sie so oder so brauchen. Weil ich wollte jetzt halt schon die ersten Ressourcen hier rein. Ja, ich habe keinen Inserter mehr. Ich brauche Zeug! Bots, bringt mir Zeug! Zugeben, ich könnte auch einfach reinrennen, aber naja, wir werden das ganze Zeug da drin wahrscheinlich sogar verbauen, so irgendwie fünfmal, weil wir wollen ja noch einen Haufen mehr dieser Produktionsstätten bauen, nur halt für andere Produkte als diese Roboterhörner. Okay, jetzt kommen schon mal die ersten Sachen hier rein. Sehr gut. Plastik können wir im Prinzip auch gleich hier so einleiten. Was brauchen wir noch? Wir brauchen das hier. Ups. Oh, ich glaube, ich habe einen Bot aufgesammelt. Zwei sogar. Blub. 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 Okay, das werden wir auch brauchen. Das hier kann ich, glaube ich, erstmal abreißen. Ups, das war ein bisschen übereifrig. So, das sieht schon mal... Ruckel. Kann man nicht irgendwie hier die... Ah, genau so. Weil das werden wir hier natürlich auch noch brauchen. Machen wir das mal so. Ich weiß nicht ganz genau, wo diese Ruckler genau herkommen. Aber neu sind die nicht. Keine Ahnung, ob das irgendwie was mit Pathfinding zu tun hat oder so. Wenn irgendwie 5000 Byter plötzlich gespawnt werden und irgendwie Pathfinding machen müssen. Oder wenn ich plötzlich wieder ins Logistiknetzwerk laufe und haufenweise von den Bots plötzlich den Weg zu mir finden müssen. Wer weiß. Alles mysteriös. So, was fehlt mir hier noch?
Vor nichts. Ah, okay. Ja, okay. Ich habe hier wieder 4 von den Dingern geliefert bekommen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Einiges wird sich hier allerdings erledigen. Das werden wir so nicht mehr ganz brauchen. Ich mache erstmal an alle diese Dinger Förderband, weil ich dann weiß, wo überhaupt was reinkommt. Ich weiß, hier oben ist nichts, aber trotzdem, weil ich es kann. So, zum Beispiel wird auf dieser Seite werden diese Circuitboards gebraucht. Das ist ja ganz normal, das ist ganz altbacken, das kennen wir schon. Ah, die Musik setzt endlich ein. Sehr schön, Circuitboards. Plaster. Müsste, glaube ich, über den mittleren, die mittlere Bahn hier kommen. Kein Problem. Wunderbar, ist auch gleich angeschlossen. Ah, hier wird irgendwie Solder abgeknapst. Ich weiß noch nicht wozu. Werden wir mal sehen. Genau, hier brauchen wir Kupfer und Zinn. Siehst du, Zinn brauchen wir noch. Zinn, 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 Zinn. Und Silizium. Zinn und Silizium sind hier. Okay. Wo kommt das Kupfer rein? Ich glaube hier. Ist schon eine Weile her, dass ich dieses Design gebaut habe. Oder designt habe. Dementsprechend ist jetzt wieder ein bisschen auseinanderpopeln. Was habe ich hier eigentlich damals getan? Und mir gehen langsam die Förderbänder aus. Das macht aber nichts, weil wir können ja auch noch den hier machen. Juhu, Pots. Da sind ja noch ein paar auf Lager gewesen. Plupp, läuft. Okay, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Machst du es schon? Das wäre ja mal ganz hübsch. Gucken wir gleich mal, ob tatsächlich Produkte rausgepurzelt kommen. Und dann können wir das jetzt hier wieder einfach rausleiten. Machen wir die sogar gleich einfach hier raus. Und auch die ganzen Insert-Einstellungen sind übernommen. Das ging jetzt super schnell, ne? Finde ich toll. Das sieht schon mal wirklich gar nicht schlecht aus. Hier werden die Wafer produziert. Jawoll. Gut, ich weiß noch nicht ganz, wofür das hier da ist, aber wird sich ja irgendwie zeigen. Okay, damit kommen jetzt die Roboterhörner wieder raus. Das heißt, wir können die Roboterproduktion wieder aufnehmen. War nur relativ kurzfristig unterbrochen. Wir können sie jetzt nämlich hier. Ah, wir brauchen den Soda hier oben irgendwie. Ah, okay, und deswegen habe ich den da abgesplittet. Boah, okay, das können wir noch irgendwie anders regeln. Ups. Zack. Okay. Wo waren die denn hin? Aber wahrscheinlich war ich kurz im Netzwerk und bin dann wieder raus. Klassisch. So, wir brauchen noch diese komischen Circuitboards, deren Namen ich mir nie merken kann. Electronic Circuitboards, genau. Werden fast genauso gebaut, nur irgendwie halt nicht. Und ich wette mit euch, dass wir da ein paar Sachen noch neu machen müssen. Also neu craften müssen. Wie bauen wir das am blödesten so oder noch näher dran? Ich würde tatsächlich einen Platz lassen. So, jetzt müssten sie eigentlich aufbauen, was sie können. Was sie nicht können, das bleibt erstmal stehen und wir ändern einfach nur die Rezepte. Dann gucken wir mal, das müsste jetzt eigentlich sofort funktionieren. Nee, noch nicht ganz. Ja, stimmt. Ich sehe meinen Fehler. Ein, zwei Inputs müssen wir noch hier halt von der Seite rein schleusen. Das Design ist cool, aber auch irgendwie total schräg. Und die
Die Fuel Cells sind lowe. Ja. Richtig. Welcher Depp hat diese Nachricht nochmal geschrieben? Ach ja. Im Prinzip hätte ich das hier ganz gerne nochmal, weil ich glaube, wir verbrauchen von den Dingern eine ganze Menge. Besonders wenn wir forschen, weil ich glaube, die brauchen wir für Blue Science Packs, ne? Oh je, wo sind denn die? Ja. So, und die würde ich im Prinzip erstmal hier so rausschleusen. Ja, das klingt doch ganz gut. Ruckel, Rödel. Ich glaube, meine CPU ist es nicht. Die kommt hinterher. Hier, ne? Ja. So, genau. Das ist jetzt im Prinzip der Output. Ganz normal. Kommt jetzt hier rauf, bla bla, und wird dann hier raufgeschleust. Wunderbar. Werden wir nur vielleicht nochmal. Ja, machen wir einfach nochmal. Wenn es passt. Ich hätte vielleicht oben ein bisschen weniger Platz lassen sollen. Hätte, hätte. Ne? Yeah. Okay. Nicht schlimm. Wir haben ja noch ein bisschen mehr Platz in der horizontalen. Ist die Frage, ob da drei einfach so hinpassen. Wir können natürlich ein bisschen Platz sparen, wenn wir sowas machen. Müsste eigentlich auch gehen. So, es fehlen Inserter und mehr Feuerwand. Dann produzieren wir hier. Was produzieren wir hier eigentlich noch? Was können wir hier noch produzieren? Was sollten wir hier noch produzieren? Ich schätze mal, dass wir die Dinger hier auch noch produzieren wollten. Die Circuitboards hier für die Module. Ein bisschen schräg, aber ich mache hier nochmal die Dinger. So, wie gesagt, das müsste eigentlich alles funktionieren, wenn wir das so bauen. Ich habe keine Förderbänder mehr. Bots, beliefert mich! Außerdem, wo ist das ganze Plastik? Nein, im Ernst, wo ist das ganze Plastik hin? Sag mir nicht, Plastik ist alle. Ich glaube, Plastik ist alle. Oha. Wo machen wir nochmal Plastik? Hier. Warum? Weil das fehlt. Weil das voll ist. Weil das leer ist. Ah, wir haben nicht genug Nafta. Nafta klingt manchmal irgendwie wie eine Terrororganisation. Ich weiß auch nicht. Ich habe hier auch einfach nur zu viel Fantasie. Multiphasenöl ist voll. Multiphasenöl kommt hier rein und dann kommt hier hoffenweise Raw Gas raus. Raw Gas haben wir doch alle. Oh, Smartphone meldet sich. Okay. Natural Gas Liquids. Davon haben wir ein bisschen zu viele, weil das mit den drei Bubbles ist voll. Methan. Sag ich doch. Methan ist voll. Ja, davon haben wir doch zu viel. Ja, ich höre schon auf. Das liegt größtenteils daran, dass Methanol voll ist. Und Methanol wird aktuell nicht verwendet, weil. Was machen wir damit? Gar nichts. Das ist mal schön. Was hatte ich mit Methanol vor? Zum Glück können wir ja fragen. What is it even used for? Meth. Ja, genau. Meth. Methanol. Ingredient in. Propangasproduktion. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, was wollten wir damit machen? Ich nehme. Nee, ich. P-
pinne das mal an die Seite, damit ich weiß, was ich zum Teufel eigentlich machen wollte. Ich werde mal hochgurken, weil, naja, das Ding hier bringt uns ohne Plastik überhaupt nichts. Wir müssen erstmal die Plastikproduktion fixen. Also, bei aller Liebe zu Angels Ores und Angels Kladderadatsch und Angels Stern und whatever. Ölverarbeitung ist ein Haufen Arbeit. Aber hallo. Warum bist du eigentlich kaputt? Das geht ja nicht. Was brauchen wir hier? Propen. Kann es sein, dass ich hier mehr Propen produzieren wollte? Methanol. Ah, Products. Propane. Propin? Ich glaube Propin. Wir müssen hier nur Dampf reinleiten. Warum habe ich denn das nicht gemacht? Ach, vielleicht weil mir der Steam Tracker gefehlt hat. Das könnte sogar sein. Petrochemical Refining. Steam Cracker. Lecker Steam Cracker. Ach komm, ich such's einfach. Hier. Mit Brass könnten wir sogar ein bisschen bessere machen. Ne, wir machen mal erstmal einen. Und Dampf produzieren wir ja schon. Da wird den ja für den... Ne, Steam Cracker haben wir auf jeden Fall schon seit einer ganzen Weile. Vielleicht ist einfach irgendwas dazwischen gekommen. Ihr kennt das ja. Wir machen noch nichts mit den Katalysatorgittern hier, ne? Die müssen eigentlich auch... hier auf das Förderband. Wo ist denn jetzt mein Steam Cracker? Hier. Ja, mal schauen, wie das passt. Wir wollen hier... Was war das? Propensynthese, ne? Synthesis Propene. Vielleicht hatte ich auch die Propensynthese nicht erforscht. Da muss man ja auch hier einen zweiten Schritt von Hand nochmal erforschen. Okay, das läuft hier rein. Jetzt brauchen wir noch Dampf. Chuchu. Leiten wir es doch so rein. Ne, so rum. Und dann, ja. Rohre. Achso, gelegentlich wird ein bisschen Nafta wahrscheinlich. Ah, okay, wir haben jetzt hier ein bisschen was verbraucht. In Anführungsstrichen. Na. So, okay. Ist drin. Formaldehyd. Ach ne, wir brauchen ja Methanol. Nicht doof. Was wollte ich mit dem Formaldehyd machen? Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Formaldehydgas. Ah, man kann daraus direkt Liquid Plastic machen. Oh, man braucht dafür nur noch Phenol. Und man kann daraus Liquid Resin machen. Lassen wir erstmal kurz. Wir. Okay. Ja, da könnt ihr schön sehen, was ich gerade versucht habe zu tippen. Das ist totaler Murks hier. Das heißt, wir reißen das nochmal ab. und was wir stattdessen machen, ist, wir bauen hier diesen Steam Cracker so hin. Steam Cracker. Der Witz wird überhaupt nicht alt, ich weiß. Wir bauen den so hin, dass wir halt hier zusätzlich auch noch das Methanolgas in Propen umwandeln können. Okay, Methanolgas kommt hier, okay. Okay, das müsste gehen. Genau, dann kommt hier Propen raus, das wir dann zu Plastik verarbeiten. Das ist relativ easy. Wir kriegen hier noch einen Haufen Residual Gas ist das, glaube ich, ne? Ja, Residual Gas.
Machen wir damit irgendwas? Wir machen damit Schmiermittel. Und sonst nichts. Was ein bisschen problematisch ist eventuell. Oh, ich habe den Strom abgezwackt, ne? Puh. Was können wir mit Residual Gas machen? Hier fehlt immer noch Strom. So. Ich wette, die Frage habe ich mir schon 15 Mal gestellt. Aber was können wir alles Cooles mit Residual Gas machen? Petroleum Jelly. Ich glaube, das braucht man irgendwie für Waffen später. Ja, für Kordit. Kann daraus hauptsächlich Schmiermittel machen. Man kann es nochmal mit Natural Gas Liquids vermischen. Und dann noch mehr Methan, Ethan, Butan und Toluen. Ah, dann macht man Sprengstoff. Warum frage ich überhaupt? okay. Es ist ein bisschen verschwenderisch. Aber ich werde es wahrscheinlich erstmal wenden. Haben wir noch einen Vent? Ja. Toll. Das Ding. Flare-Stack. Deswegen. Deswegen habe ich das nicht gefunden, weil es nicht so heißt. Ergibt schon irgendwie Sinn. Es ist hauptsächlich ein Abfallprodukt in diesem Fall. Okay, die laufen wieder. Und wir produzieren wieder fleißig Plastik. Sehr schön. Verschmutzen mal wieder richtig schön die Umwelt. Ach, ich kann die Strecke auch laufen. Als hier noch nichts stand. Als hier nur Orangenbäume standen. Vor langer, langer Zeit. Da habe ich ein Auto wirklich gebraucht, um da hochzuladen, zurückzukommen. Aber jetzt. Nee. Was soll's. So, ja, hier steht wieder alles still. Ja, ich brauche wieder ein bisschen Underground Belt. Obwohl, haben wir hier noch... Ah, komm. Nein, das sind Splitter. Ja, gut. Schaden kann es nicht. So, was habe ich hier kaputt gemacht? Genau, blub, blub, blub. Das müsste gehen. Das sieht noch nicht ganz richtig aus. Ich hätte gehofft, dass das einfach so funktioniert. Ja, müsste eigentlich gehen, ne? Wenn ich hier jetzt einen Splitter reinbaue, müsste es immer noch gehen. Oh! Warte mal. Ach so. Übrigens, die können alle weg. Das mache ich mal schnell. Könnte natürlich auch einfach mal so schlau sein und diesen Blueprint bearbeiten. Man kann ja aus Blueprints einfach bestimmte Entitäten entfernen. Super nützliches Feature, gerade für solchen Kram. Da muss ich mich in Zukunft nicht mehr damit rumplagen. Yay! Hier stimmt aber irgendwas noch nicht. Ah, weil hier in die Mitte eigentlich die Electronics Assembling Machine hin sollte, die Kupferkabel macht. Ich verstehe. Na gut, das können wir ja von Hand noch schnell hier reinbauen. Nur mal kurz gucken, wie das eigentlich sein sollte. Ja, ich habe, glaube ich, keine Ressourcen mehr, ne? Ruckel, 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 warum auch immer. So, wo müsste der hin? Ich glaube, er müsste hier hin. Ja, das hier ist unsere Spiegelachse, ne? Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen... Obwohl... Müsste passen, ne? Das ist nicht ganz unsere Spiegelachse, hier ist unser Spiegelpunkt. So rum. Aha, alte Mathebegriffe. Toll, nicht wahr? Wofür der olle Kram nochmal nützlich wird.
Dann machen wir es so, dann machen wir es so und dann müsste es in etwa stimmen. So, jetzt stellt sich nur die Frage, fehlt mir hier noch was? Ja, hier fehlt mir das noch, damit er hier an sein Carbon kommt. Und hier fehlt noch ein Inserter, damit er hier an sein Kupfer kommt. So, dann fehlt hier noch das, was dahin muss. Das Ding werde ich wahrscheinlich bald umbauen. Janice London Girl. Guter Name. Plastik müssen wir auch noch einmal durchschleusen. Ja, komm, reißen das Ding hier einmal ab. Inventar ist voll. Dreck. Ja, hier müssen noch ein paar Underground Belts und die müssen alle noch umgedreht werden. Warum habe ich hier Underground Belts? Ich glaube, weil hier ursprünglich die Strommasten waren, die jetzt vollkommen überflüssig sind. So viel einfacher hier drin zu bauen. Ja, kannst, also hier waren, glaube ich, tatsächlich Strommasten. Kannst jetzt einfach abreißen. Cool. Funktioniert alles trotzdem noch. Plastik, genau. Plastik muss hier einmal durch. Das Plastik kommt sogar schon langsam an. Aber es ist echt ein bisschen wenig, was? Wir brauchen es an ein, zwei anderen Stellen noch. Für Batterien zum Beispiel. Ja, okay. Müssen wir wirklich mal Plastikproduktion erhöhen. Nee. Okay, Plastik kommt hier rein. So, dann kommt das, was hier von... kommen die Dinger noch hier rein. Ich würde sagen... So. 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 Du, ups. Okay. Hier brauchen wir dann noch Underground. Wir machen das wahrscheinlich so über Kreuz. Also, dass das hier Underground ist. Statt dieser Hauptdinger hier. Hm? Warum ist dann... Nee, so rum. Ach ja, fehlt noch ein Splitter. Okay. Sehr schön. Der hier unten passt einfach. Kein weiterer dieser Blöcke hin. Außer, ja, ich könnte mir vielleicht nochmal ein kompakteres Design überlegen, aber nicht jetzt. Cannot insert inserter. Hm. Do you like to insert yourself? Put inserters on your inserters so you could insert while you insert. Okay, wunderbar. Das läuft damit auch. Und dann können wir hier so Sachen machen wie darüber nachdenken, wie wir das Zeug jetzt hier rüber bekommen. Zum Beispiel. Zum Beispiel so. Super hässlich, aber hey. So mache ich das hier. Nee. Ja. Das ist ein bisschen besser. Ja, nee. So, und einmal umdrehen. Ups, falsch rum.
So, so, so. So. Ich würde ganz gerne einen Splitter daraus machen. Also einer, der halt merged. Immer noch schräg, dass wir hier irgendwie trotzdem dann noch Splitter nennen. Okay, Produktion verdoppelt. Vorausgesetzt, die Rohstoffe sind da, was sie nicht ganz sind, weil wir keine, weil zu wenig Plastik haben. Gut, das waren die Dinger. Wir kommen so ein bisschen Zweifel daran. Und das ist schon Stufe 2 Factorissimo Building. Ob wir da jetzt auch noch die ganzen Module reingequetscht bekommen, die wir ja auch noch produzieren wollen. Aber was das Schöne ist, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ne? Ich kann jetzt einfach genau die gleichen, genau nach dem gleichen Schema, vielleicht sogar noch mal ein bisschen enger gestapelt, vielleicht kriege ich das noch mal hin, halt die Module in einem zweiten Factorissimo Building bauen. Habe ich noch eins? Nein. Okay, nicht schlimm. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, nur ich habe ziemlich viel Aluminium in der Tasche. Also, ist jetzt nicht schwer, aber na gut, so viel Aluminium ist wahrscheinlich schon recht schwer. Stufe 2 Factory Building. Die bauen wir, glaube ich, da drüben, ne? Hey, Uran! Ist ein bisschen schräg, dass man sich freut, dass plötzlich Uran durch die Gegend fliegt. Das ist üblicherweise kein toller Grund zum Freuen. Aber Factorio ist halt schräg. Machen wir das hier um? Ich muss mich erstmal selber wieder ein bisschen zurechtfinden. Dann machen wir das hier unten. Hier machen wir die, okay. Ja, die macht man aus Steinziegel, ne? Und davon haben wir noch knapp 15.000. Das ist nicht so viel. Ich glaube, so ein Ding kostet wie viel? Ja, 1.000 Steinblöcke. Also es ist wirklich nicht mehr so viel. Wir recyceln unsere ganzen Steine. Ein bisschen was sollten wir vielleicht mal abzweigen. Aber all das wird in zukünftigen Folgen kommen. Hier können wir es vielleicht ein bisschen machen. All das wird in zukünftigen Folgen kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaltet nächste Folge wieder ein. Yeah! Mehr Factorio. Ich muss sagen, ich bin jetzt wieder auch ein bisschen motivierter zu spielen. Ich will weitermachen. Ich will Bob's Angels Mods durchspielen. Und das heute war es schon mal sehr schön. Und guckt euch diese ganzen schönen bunten Förderbänder mit dem Zeug an. Auch wenn wir hier anscheinend ein kleines Problem haben. Darum werden wir uns nächste Folge als erstes kümmern. Bis dann.